Die digitale Revolution ist die größte technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Umwälzung in der Geschichte der Menschheit, zumindest seit der industriellen Revolution. Die Digitalisierung wird die Art zu leben, zu arbeiten und zu produzieren fundamental verändern. Umso wichtiger sei, so die Landesregierung, dass die Politik die Steuerung der Digitalisierung zu einer der zentralen Aufgaben macht. Denn die Digitalisierung spiele sowohl in jedem Politikressort als auch in jedem Lebensbereich eine zentrale Rolle. Baden-Württemberg sieht die Landesregierung dabei gut aufgestellt, denn hier, so Digitalisierungsminister Thomas Strobel, gäbe es Gigabyte und gescheite Leute. Computer und Roboter, Internet und soziale Medien, Industrie 4.0, Telefone, Fernseher, ja Autos und Kühlschränke werden intelligent. Auf der einen Seite werden viele Arbeitsplätze für immer verschwinden, auf der anderen Seite können zahlreiche Stellen für IT-Fachleute nicht besetzt werden. Die Digitalisierung krempelt Berufs- und Privatleben total um, wie seinerzeit die industrielle Revolution. Der Unterschied zur industriellen Revolution ist der, dass die industrielle Revolution eine Schnecke war. Im Vergleich zur digitalen Revolution, die im Grunde genommen die Geschwindigkeit eines Lichtstrahls hat. Deshalb hat die Landesregierung eine Digitalisierungsstrategie entwickelt, Digital@BW. Allerdings, Konkretes gibt es ja wenig, kritisiert zumindest die Opposition. Es sei allein eine Absichtserklärung ohne konkrete Ziele, so die FDP. Die SPD redet gar von viel heißer Luft. In Digitalisierungswerkstätten und an runden Tischen soll zunächst die Digitalisierungsstrategie bis zur nächsten Sommerpause konkretisiert werden. Es geht zum einen darum, externen Sachverstand beizuziehen und zum zweiten immer auch um Kommunikation, dass wir Plattformen bilden, wo wir Dinge miteinander vernetzen, dass der eine weiß, was der andere entwickelt. Und zum Zweiten aber noch einmal, das ist ein Thema, wo man immer wieder sagen muss, lass uns drüber reden. Baden-Württemberg sei mit seinen Unternehmen hervorragend aufgestellt, so Strobel. Allerdings müsse die Landesregierung vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen unterstützen, damit sie beim hohen Tempo der Digitalisierung mithalten könnten. Die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte Baden-Württembergs wird nur beständig sein, wenn wir die Chancen, die Digitalisierung für uns bringen kann, auch ergreifen, wenn wir diese Entwicklung selber mitgestalten. Schließlich ist da auch noch das Ziel, jeden Schwarzwaldhof ans schnelle Internet anzubinden. Außerdem mehr Verantwortlichkeit und mehr Regeln für das Internet. Viel zu tun also für die Landesregierung. Wenn die Behauptung, die wir jetzt beide gestellt haben, dass das alle Lebensbereiche umpflügt, wozu bräuchte man sonst eine Landesregierung, wenn sie so einen zentralen Punkt jetzt nicht auch schaut, dass es jetzt nicht völlig naturwüchsig und ungeregelt verläuft oder uns andere überholen, wenn sie nicht das steuert, so gut man das überhaupt steuern kann. Mit dem Kabinettsbeschluss am Dienstag ist jetzt der Startschuss zur Digitalisierungsoffensive gefallen. Jetzt muss auch die Landesregierung ein hohes Tempo vorlegen, wenn sie mit der technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung mithalten will.